Mann, Mann, Mann. Ah, da ist er ja. Ach du Scheiße, ich bin live. Ja, willkommen zu meinem ersten alleine Livestream. Sonst war das ja immer, ja, eingestellt von Ishimuro. Grüße gehen raus. Ich hoffe, er guckt zu. Ja, dann gucken wir mal, dass ein paar Zuschauer hier kommen. Und dann können wir starten mit dem, was ich vorhab. Ja, sehr schön. Jette ist auf alle Fälle da. Hallo Jette. Man kann mich auf jeden Fall sehen und hören. Ja, sehr gut. So soll es sein. Dann habe ich nichts verkackt. Bisher jedenfalls. Also ich weiß, dass ungefähr nach einer halben Stunde die Kamera hier ab und zu mal ausgeht. Dann muss ich die kurz neu starten. Aber das sollte jetzt nicht das größte Problem sein. Bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Aber das gibt sich hoffentlich noch. Ihr könnt ja sonst mal in Chat reinhauen, wie so Qualität ist. Ob der Ton in Ordnung ist, ob das Bild in Ordnung ist. Wir haben ungefähr 20 Sekunden Delay. Also quasi meine Reaktion auf den Chat wird ein bisschen dauern. Aber im Grunde genommen sollte das laufen. Moin Mika. Ja, grüß die Enten. Nelson aka Gollum. Ja, cool. 7 Zuschauer schon. 9 Zuschauer. Na, das geht ja jetzt richtig los hier. Und ich habe schon gedacht, es guckt gar keiner zu. Ja, sehr schön. Also angedacht hatte ich so eine Stunde. Mal sehen, ob wir das einhalten können. Oder vielleicht verlängern wir auch ein bisschen. Aber zu lange wollte ich auch nicht, weil der Stream soll nachher als Video hochgeladen werden. Und ja, wer guckt sich denn im Nachhinein? Ich meine, eine Stunde guckt sich sowieso schon kaum noch einer an. Aber wenn es dann nachher deutlich länger wird, wird es ja auch schwieriger. Jette sagt, Ton und Qualität sind gut, sehr schön. So, dann versuche ich jetzt einfach mal umzuschalten, weil ich habe hier enorme Kameratechnik aufgebaut. Mal schauen, ob das klappt. So. Bin ich gespannt, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Weil irgendwie... Wieso zeigt die Kamera sowas Komisches an? Hä? Nee, so soll das nicht sein. Ich muss mal eben ganz kurz gucken, was da rumspinnt. Irgendwie wird die zweite Kamera nicht übertragen. Was soll das?
Bin gleich wieder da. Kleinen Moment. So, nun sollte das hoffentlich funktionieren. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, sehr schön. Also, jetzt seht ihr, was wir vorhaben. Ich habe mir eine schöne Lego-Panigale gegönnt und ja, dachte, so alleine aufbauen ist ja auch kacke. Also mache ich Livestreams. Und in den Livestreams bauen wir jetzt die Panigale zusammen. So. Ja, wie man sieht. Also ich sehe es, dass ihr es auch seht. Wir bauen die jetzt auseinander, also den Karton auseinander und die Panigale zusammen. Also ich vermute mal, das sind irgendwie 600 Teile oder irgendwie sowas. Also ich vermute mal, das wird ein bisschen länger dauern. Schön vorsichtig auspacken. Den Karton nicht kaputt machen. Oh, hier kullert schon das erste Rad raus. Oha. Mit Reifen und allem drum und dran. Oh Mann. Das sind wirklich einige Teile. Aber er sieht schon geil aus. Das soll nachher ein funktionierendes Zweiganggetriebe haben, das Ding. Und irgendwie sollen sich im Motor auch sichtbar Teile bewegen. Also ich bin wirklich gespannt, wie es dann letztendlich sein wird. Ist die Qualität von der obendrauf Kamera, ist die auch so in Ordnung? Oder kann das irgendwie eventuell ein bisschen heller? Also ich kann das alles noch einstellen. Müsst ihr nur sagen, wie. Panogale, ja genau, Panogale. Habe ich Panogale gesagt? Nein! Ja, das Problem an so einem Livestream ist, ja, beim Video kann man sowas rausschneiden und sagt das dann einfach nochmal, aber im Livestream, wenn verkackt, dann verkackt. So, haben wir alles auf dem Bild hier? Ja, so halbwegs. Alter, das ist keine Aufbauanleitung, das ist ein Buch. Also, ja, ziemlich dick das Ding. Ich hoffe, es ist für Doofe. Wie auf Englisch? Nee, gibt's auch auf Deutsch, wa? Na gut, ist nicht mit Text, also braucht man keine Sprache. Irgendwie gibt's auch eine App, was die kann. Keine Ahnung, vielleicht hat irgendwer von euch ja mehr Erfahrung mit Lego. Also mein letztes Lego hatte ich, ja sagen wir so, es ist sehr lange her. Wie, ich habe Panogale in Titel geschrieben? Nein. Nein, jetzt wirklich? Oh, ich trottel. Kleinen Moment.
So, sollte korrigiert sein. Oh Gott. Läuft ja heute richtig gut. So, Titel ist korrigiert. Sorry. So, was will mir das Männchen jetzt hier sagen? 1 und 2. Muss ich das verstehen? Ah, man kann... Ah, okay. Das ist klug gemacht. Meine Güte. Alles klar. Also hier ist immer der jeweilige Arbeitsschritt. Die dazugehörigen Teile. Und sogar zum Abmessen. Wie viele Seiten hatten die Anleitung? Das sieht schon mal richtig gut aus. Jawohl. 119 Seiten. Das könnten ein paar mehr Streams werden. So, haut mal in den Chat, wie ihr so die Idee findet. Weil ich fand sie eigentlich ganz cool. Weil wenn ich mir schon so ein Teil gönne, kann ich das ja auch dann irgendwie mit euch teilen. Also hier sind auf alle Fälle so eine QR-Codes drauf. Ich denke mal, also vermute ich jetzt einfach mal, was ja auch ziemlich cool wäre, wenn man da sich jetzt eine App runterladen könnte und dann so richtig für Idioten eine Videoaufbauanleitung haben würde. Aber wir werden uns hier in den Streams mit ja, der Papieranleitung vergnügen. Mal schauen, wie das so wird. Auf alle Fälle sind hier sehr viele Teile bei. Auch kein Plan, wie ich mir die hier raussuchen soll. Ich mache einfach mal alles auf und schütte es auf den Tisch. Ob das jetzt so klug ist, keine Ahnung. Aber ich mache einfach mal. Na, die ganz kleinen Teile vielleicht noch nicht. Ja, Jette findet es eine gute Idee. Mika sagt, er zockt nebenbei und gönnt sich das. Ja, wunderbar. Ist jetzt vielleicht auch nicht so interessant, um das vielleicht nur zu gucken. Kann man gut mal nebenbei noch was machen. Aber wie gesagt, ich wollte euch teilhaben lassen, wenn ich das Ding hier zusammenbaue. Denn das hier ist noch ein kleines Pappschächtelchen. Das ist zugeklebt. Da werden wahrscheinlich ganz kleine Teile bei sein. So eine Bremsscheibe hier. Die ist nicht vom Braking. Albert, mach mal was. Falls Albert das Video hier mal sehen wird. Soll nachher auch gar nicht so klein sein. Weil wenn man sich hier so die Räder und Reifen anguckt. Irgendwie über 30 cm lang. Und dann denke ich mal, wird sie hier irgendwo hinter mir im Regal noch ja, Platz finden. So. Dann wollen wir mal schauen. Also, wir brauchen so ein Teil. Irgendwie ist mein Tisch zu klein, aber ich habe keinen größeren. Also, es ist nur so ein sehr langer, aber zum Glück kann ich hier, habe ich hier mein Tablet stehen, um den Chat zu lesen, die Tastatur, um den PC zu bedienen und hier ganz in der Ecke steht mein PC an der Wand. Normalerweise ist das ein Essenstisch. Falls ich Gäste habe, wird er dann aufgebaut und heute ist er dann für euch.
So, also Sonding. Und jetzt muss ich doch die kleinen Tüten aufmachen, was? Oh, ist gar nicht mal alles im Bild, aber naja, irgendwie muss es ja hierhin passen. So, wie weit kann ich die hier rüberschieben? Auch nicht weit. Okay, beim nächsten Mal muss ich das vielleicht noch mal ein bisschen überarbeiten. So. Kommt hier rein und der hier drauf. Und somit haben wir den ersten Schritt erledigt. Ich bin richtig stolz auf mich. Ach du Schande, da gibt es auch noch verschiedene Teile von. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oha, ich sehe hier winzige Kettenglieder. Sieht so aus, als wenn das Teil dann auch noch eine funktionierende, zusammenhängende Kette hat. Das ist schon geil. Also die Panigale ist jetzt gerade am 1.6. rausgekommen. Und ja, war halt vorher angekündigt und ich dachte mir, die könnte man sich ja mal gönnen, weil im Vorfeld hatte ich mir nämlich schon gesagt, es gibt ja auch eine Harley. Die kostet irgendwie weit über 100 € und oder knapp über 100 €, jedenfalls auf alle Fälle über 100 € und ich dachte mir so, Harley für so viel eher nicht, aber wenn sie einen Sportler rausbringen, würde ich es mir auf alle Fälle holen. Und ja, jetzt kam die Panigale raus für um die 60 € und ja, ich habe sie mir direkt am 2.6. bestellt. Hab noch 5 € gespart. Ich habe es mir bei Real Online bestellt. Und ja, ist dann auch angekommen. Jetzt musste ich bloß den Stream noch einrichten und alles. Und dann, ja, sitzen wir nun hier. Ja, Mika, damit habe ich jetzt auch deine Frage beantwortet, wie teuer das Ding war. Also knapp 60 €. Je nachdem. Also ich habe jetzt 54, 72 oder so bezahlt, sogar ohne Versandkosten, richtig gut. Und ansonsten halt die meisten sind liegt, also der Preis liegt so um die 60 €. So, jetzt brauchen wir im dritten Schritt, weil den zweiten habe ich gerade nebenbei erledigt. Gibt es davon auch noch verschiedene oder sind die alle gleich? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was habe ich mir hier bloß vorgenommen? Soll ich denn jetzt die Teile hier finden? Ah, das sieht ganz gut aus. So. Die Anleitung ist, also bisher ist die echt gut. Ich kann mich nicht beklagen. So. Wird da ein Loch freigelassen? Also noch kann man nicht erkennen, was wir hier gerade zusammenbauen. Ich bin gespannt, wo das Teil jetzt hingehört. Interessant. Teil des Rahmens vielleicht. Also mal schauen. So, war es das jetzt? Sieht so aus. Ich frage mich, wo der Ishimuro bleibt. Ich hatte gehofft, dass er jetzt zuschauen wird, aber anscheinend nicht. Nein, Jette, ich glaube auch nicht, dass ich damit in einer Stunde fertig werde. Deswegen werden es wohl mehrere Streams werden. Also ich werde
nicht ohne euch weiterbauen. Ich werde das dann alles so liegen lassen und ja, sobald ich dann wieder Zeit habe, wird es dann wieder einen spontanen Stream geben. Mal schauen, inwieweit ich den vorher ankündigen kann. Ich weiß nicht, ob es noch funktioniert. Auf YouTube konnte man früher so Veranstaltungen erstellen und dann wurde das quasi so normal gepostet und lief dann so eine Zeit ab bis zum Livestream. Das ging jetzt so halbwegs. Da, also wenn man den Link hatte zu dem Stream, konnte man halt so ein Thumbnail sehen, wo eine Zeit abläuft. Aber das wurde, glaube ich, nicht so öffentlich auf meinem YouTube-Kanal gepostet. Ob das noch funktioniert, da muss ich mich erst noch belesen. Also es kann nur besser werden. Aber ich glaube, so fürs erste Mal habe ich das schon so halbwegs gut hingekriegt hier. Ich darf jetzt bei meinem Gequatsche nicht vergessen, welchem Schritt ich gerade bin. Wäre sonst blöd. Aber dann könnt ihr mir ja helfen, wo ich gerade stehen geblieben bin. Ich muss auch dran denken, dass ich nicht so weit hier hinten baue, weil dann seht ihr das gar nicht. Okay, das sieht schon mal sehr symmetrisch aus. Gott, erstmal diese Teile zusammensuchen hier. Okay, das sind auch diese langen. So viele. Ach, ich wollte gerade sagen, so viele lange habe ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Diese blauen langen. Da sind gar nicht viele bei. 2, 3, 4, 5. Und dann kommen die hier so rein. Also als Kind habe ich sehr viel Lego gehabt. Ich habe so eine richtig krasse, fette Unterwasser-Lego-Station gehabt mit U-Booten. Und dann hatte man noch so eine Station mit so einem Förderband und war schon ziemlich cool. Ja, Peter meint, ich muss doch nur die Nippel durch die Lasche ziehen. Ja, aber wenn man älter wird, braucht man dafür dann eine bebilderte Anleitung. Das ist dann nicht mehr ganz so einfach. So, ist das ein grauer, kurzer. Oh Mann. Aus diesem enormen Haufen jemals ein Motorrad wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz vorstellen. Aber wir werden sehen. Kann ich das irgendwie besser? Hey, ihr seht ja schon fast alles. Das ist ja, das ist geil. Okay, dann bin ich glücklich. Oh, jetzt ist die Kamera ausgegangen. Ah. Kleinen Moment. So, jetzt sollte es wieder da sein. Keine Ahnung, was das ist. Ich bin noch nicht hintergestiegen, warum das abbricht. Aber das sollte irgendwie an der Software liegen. Jetzt seht ihr noch kurz, dass das eine Raster. Aber ja, jetzt geht's weiter. Lässt sich leider aktuell nicht ändern. Aber vielleicht steige ich da nochmal durch, warum sie ungefähr nach einer halben Stunde geht das denn aus. Aber warum, weiß ich leider nicht. Jo, sieht doch schon fast fertig aus. Wie viele Schritte sind denn das? Alter, schön. Oh Gott.
Ja, also 209 Schritte sind das. Und wir sind jetzt mit Schritt 7 fertig. Schön, ich freue mich. Es wird ein längeres Projekt. Oh, herrlich. So, ein grauer. Nee. Der passt. Und dann war so einer wieder. Ach nee, den brauche ich noch gar nicht, den brauche ich später erst. Ah, ich komme noch nicht so ganz klar mit der Anleitung. Also, der kommt hier drauf und wird dann hier durch festgemacht. So, dann brauchen wir jetzt noch so einen und jetzt brauche ich den kurzen. Wo ist er denn? Ach man, da brauchen wir mal den kurzen. Dann versteckt er sich. Habe ich doch hier hingeworfen. Bin ich doof? Das war eine rhetorische Frage, die brauchte ich jetzt nicht beantworten. So. Kommt da oben rein. Ich weiß noch, ich hatte das als Kind öfters mal, dass du ja nicht genau aufgepasst hast und auf Details geachtet hast, die in dieser Anleitung stehen. Und ja, dann konntest du immer das halbe Ding wieder auseinanderbauen. Das war auch immer sehr schön. So, wie soll das jetzt hier? Das passt doch gar nicht. Muss denn so rum oder was? Mann, oh Mann, oh Mann. Dann erzählt mal, wie vertreibt ihr euch denn so die Langeweile? Also bei Mika weiß ich ja jetzt, der zockt nebenbei. Und die anderen, guckt ihr einfach nur oder macht ihr auch noch was nebenbei? Brauchen wir noch ein paar mehr Teile hier. Klein. Ein lang. Und so ein Winkelding. Ja, Thomas WRX, der ist nebenbei. Ich habe mir ja, kurz vor 8 noch schnell ein paar Reiswaffeln reingemampft. Nur ein Tipp, wenn ihr Reiswaffeln esst, nehmt welche mit Geschmack. Ich hatte neulich welche ohne Geschmack. Und ja, also ich hätte wahrscheinlich auch nicht gemerkt, wenn ich den Pappkarton mitgegessen hätte. War nicht so geil. Hä? Soll das denn funktionieren? Ich bin verwirrt. Also. Die passen da doch gar nicht rein. Okay. Das erste Problem. Wie soll ich denn? Hier ist eine eckige Kerbe. Wie soll ich denn das runde Teil da durch? Hä? Wie soll das denn gehen? Ah!
Bin ich blöd? Habe ich denn hier vorne schon was falsch gemacht? Ah, da geht's nämlich schon los. Nee, ich glaube, das ist richtig. Glaube ich aber nur. Aber der ist eckig auf der einen Seite. So wird ein Schuh draus. Also so rum. Kommt der da rein. Und der wird wahrscheinlich da wieder so durchgesteckt. Und dann kommt der. Nee. Kommt der da ran. Und dann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt das Teil da oben ran und dann bleibt noch einer übrig und der kommt hier hinten rein. Und dann kommt der ganze Spaß wohin? Hier. Und ob das so richtig ist, wie ich das hier gebaut habe. Ah, okay. KM möchte gern, dass ich den Bildschirm tausche. Ja, dann versuche ich das mal. Kleinen Moment. Bin gleich wieder da. Müsst ihr euch jetzt einfach irgendwelche Musik vorstellen? Ich hoffe, das passt so. Dann möchte ich aber, wenn das so passt, möchte ich einen Applaus haben, ja? So, beim nächsten Livestream kann ich es dann automatisch hin und her schalten, so wie ich das möchte. So. Ach du Kacke. Was passiert denn jetzt hier? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, die nochmal raus. Dann wird das da reingeklickt, oder? Sieht ganz so aus. Na, ob das alles so richtig ist, ich bin mir da ja noch nicht so sicher. Es passt die Kamera aber nicht so ganz. Ich schieb die nochmal ein Stückchen höher für euch. Jetzt sollte das besser sein. Oh! Ike und Ishimuro sind da. Ich glaub's ja nicht.
Oh mein Gott. Und ich habe Applaus gekriegt. Sehr schön. Icke, ich tausche das jetzt nicht nochmal wieder zurück. Ihr seid gemein. So. Wo sieht man das jetzt alles? Ja. Ich glaube, ein bisschen unscharf, aber irgendwie weiß ich nicht, was mit der Kamera los ist. Wie gesagt, ich werde das versuchen, für den nächsten Livestream noch besser hinzukriegen. Sonst tauschen wir einfach die Kameras. Weil die Kamera, die auf mich zeigt, kriegt garantiert ein schärferes Bild hin. Da bin ich mir sicher. Aber schön, Jungs, dass ihr auch da seid. Meine Güte, das ist ja alles gar nicht so einfach. Hä? Das kann aber so auch irgendwie nicht richtig sein hier. Ich glaube, das Teil hier ist zu hoch. Obwohl eigentlich... Soll das so? Ist doch denn jetzt hier eine Kante? Oder muss der hier höher? Vielleicht. Ja, jetzt sieht es schon besser aus. Aber ich habe immer noch keinen Plan. Obwohl, das könnte. Könnte schon der Rahmen sein. Und hier denn der Motor drin. Das wäre aber schon ein ziemlich großer Motor. Geht das hier richtig los im Chat? Ich komme gar nicht hinterher hier. Was ist das denn? Nein, ich komme schon hinterher. Aber ist so klein und in meinem Alter, ich brauche eigentlich eine Brille. Ja. Super, KM wird mir auf die Finger schauen. Sehr schön. Oh, Ishimuro geht jetzt kochen. Aber ich hoffe, du guckst nebenbei trotzdem noch rein. So. Schritt 14. Ja, hatte ich schon erwähnt, dass das über 200 Schritte sind? Was habe ich mir nur vorgenommen? Was ist das denn hier? Hier ist ein Schwert mit drin. Warum ist hier zur Hölle, warum hier ist hier ein Schwert drin? Okay. Da bin ich jetzt gespannt, ob das noch einen Nutzen hat oder ob das zufällig da drin gelandet ist und da eigentlich gar nicht reingehört. Aber warum sollte da ein Schwert drin sein? Wofür? Da bin ich jetzt aber gespannt. So, und nochmal so ein komisches da. So, wie soll das jetzt nun noch? Oh Mann. So, und dann kommt das hier vorne ran. Dann kommt der da unten durch. Der kommt da oben durch. Ja, ich meine, das wird eine Panigale. Die muss nicht perfekt sein. Da kann ruhig was klappern. Ja, es ist immer wieder faszinierend, wie die Teile klingen. Ja, wenn die so angeschmissen werden. So eine Trockenkupplung, das klingt schon so ein bisschen, als wenn da ja, Schrauben im Getriebe sind.
Wie viele Minuten sind wir jetzt eigentlich? Ist hier irgendwo eine Zeitanzeige? Nö. Natürlich nicht. Ist bestimmt mit Absicht gemacht, damit man die Zeit vergisst, ne? Da kann ich das hier irgendwie anklicken. Nö. Na gut. Ach so, klar, ich bin ja blöd. 20 Uhr habe ich gestartet, es ist 20:43. War eine Dreiviertelstunde bin ich hier schon am Basteln. Und erst bei Schritt 15. Das muss besser werden. So, wo kommen denn die Teile nur wieder hin? Ah, okay, die werden hier raufgeschoben. Ich verstehe. Gucken, dass es auch alles richtig rum ist. Ich weiß gar nicht, ob man nachher im Video, also wenn das dann als Video hochgeladen wird, der Livestream, ob man dann den Chat noch lesen kann. Ich weiß, früher war das nicht so, aber kann ja möglicherweise gefixt worden sein, sodass das mittlerweile dann funktioniert. So. Aha. Die müssen wieder raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da habe ich mir ja jetzt was vorgenommen hier. Aber ich dachte mir, da habe ich Bock drauf. Mal hoffen, dass ich es am Ende nicht bereuen werde. Also Icke meint gerade, er hat die 1299 Panigale Probe gefahren und da hat ihm an der Ampel einer einen Vogel gezeigt, obwohl die original war. Sind die so extrem laut? Mein Gut, meine Karre ist jetzt auch nicht gerade flüsterleise. Aber einen Vogel gezeigt hat mir noch keiner. Es geht da rein, Mensch. Soll ich mir eigentlich einen Hammer bereitlegen, falls was nicht passt? Kann man das ja auch mal ja, zwingen zu passen. Aha. Okay, jetzt anscheinend bauen wir jetzt was anderes. Sind wir damit fertig? Und jetzt bauen wir. Das sieht aus wie irgendwas, was unter das Moped gehört. Naja, mal schauen. Zu kurz. Nee, das ist es auch nicht. Sag mal, wo sind die? Ach, Trottel. Hier sind die Teile. So. Ach, Django! Ja, ich versuche das ordentlich zu machen. Also Icke meint, ja, die Panigale war ziemlich laut, aber er hat halt auch ja, ein bisschen am Gas gespielt. Aber trotzdem, ein Vogel hat mir trotzdem noch keiner gezeigt. Aber
Ja, gut, vielleicht sind die Berliner da auch etwas anders. War das überhaupt in Berlin, Icke? Wo ist denn wieder nun Sonnteil hier? Die sehen alle anders aus. Oh Mann, oh Mann. Da. Gefunden. Das alles so funktioniert. Welches Teil soll dann denn das nur wieder sein? Ich sehe das nicht. Wo soll denn dieses Teil sein? Sind doch alle asymmetrisch hier. Oh, hier. Zylinder. Ah, gefunden. Mika meint, er hatte das auch schon öfters, dass ihm Vogel gezeigt wurde und er wohnt in Kiel. Was hast du denn da jetzt für ein Ding dran an deiner Karre, Mika? Django meint gerade, dass Mikas Anlage auch nicht normal ist. Da schwer rein. Ich glaube, ich muss mir doch noch einen Hammer holen. Ach, verkackt. Sagt auch keiner was, ne, dass ich hier das falsch zusammenbaue. Mann, 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 Mann. Ihr sollt doch aufpassen. Django meint, no joke, die lauteste CB 650 in EU West. Ja, okay. Also, Mika meint, er hat eine CB 650R mit Leo Winch Komplettanlage. Gut, Komplettanlage ist ja sowieso immer geringfügig etwas lauter. Mein Gott, bei so vielen Teilen. Ich sehe immer den Wald vor lauter Bäume nicht. Wo ist denn jetzt schon wieder? Ah, da. Oha, das sieht hier auch echt interessant aus, was hier noch so kommt. Interessant. Okay, und das soll jetzt. Achso, es geht noch weiter. Ich bin noch nicht fertig. So. Dann wieder so ein Ruden. Okay, die letzte Tüte wird geöffnet.
Zicklein. Zicklein meldet sich auch mal zu Wort. Schön, dass du da bist. So, und nun kommt das da drauf, scheinbar. Es ist beweglich. Na, da bin ich ja gespannt, wie das so weitergeht hier. Ja, sieht dem schon mal ähnlich. Dem abgebildeten. Schritt 23, Mensch. Da haben wir ja schon fast 10% erreicht. Habe ich richtig gerechnet? Kann das mal jemand richtig ausrechnen? Ach nee, nicht 10%, warte mal. Wie viel sind das? Ach, ich bin doof. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht auf alles konzentrieren. Also, wir haben 209 Schritte und wir sind jetzt bei Schritt 24. Also, bei wie viel Prozent sind wir? Jetzt dürft ihr rechnen, dann habt ihr was zu tun. Weil ich bin schon beschäftigt, ja? Ja, Mika meint, ich müsste ihn eigentlich kennen, weil wir ja mal bei so einem Hochzeitsflashmob waren. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Hattest du das schon dran? Also ich weiß nur, ich kann mich noch sehr gut an diese Szene erinnern aus Djangos Video, wo er meinte, dass wir jetzt ganz entspannt nach Kiel zurückfahren und am nächsten Ortsausgang bin ich an ihm vorbeigeballert. Das habe ich mir letztens erst nochmal auf Instagram gegönnt. Oh, manchmal ganz schönes Gefummel hier. Und die Kamera ist schon wieder ausgegangen. Bin gleich wieder da. Und weiter geht's. Mickbach? Mickbach? Moinsen, ich frage mich, ob ich dich kenne und wir zusammen Realschulabschluss gemacht haben. Wen meinst du denn damit? Meinst du mich oder meinst du jemanden hier aus dem Chat? Mich meinst du? Schreib mich doch mal auf Instagram an, falls du das hast.
Dann könnten wir das klären, ob wir uns eventuell kennen. Also Realschulabschluss habe ich gemacht. Also das könnte schon sein. Nee, da habe ich hier voll die falsche. Ist doch denn viel zu kurz. Was ist denn das hier? Hä? Okay, ich bin schon wieder blöd hier oder was? Ist doch niemals der Teil. Hä? Kann ja eigentlich nur das hier sein. So. Wann? Wann bin ich denn fertig geworden? 99? Ich glaube, das müsste 99 gewesen sein. Oh, gibt es hier so viele unterschiedliche? Was ist denn das für eine Kacke hier? Ja, schon wieder der falsche. So, nu aber. Bandit User, hallo. Ja, Bandit User würde mir das gerne ausrechnen, bei wie viel Prozent wir jetzt sind. Aber sein Abakus ist in der Reparatur. Verdammt. Ja, Django, ich bin 24. Ich habe sehr früh die Schule beendet. Ich bin hochbegabt. Ja, okay, wenn es bei dir 2001 war, dann kannst du ja nicht in meiner Klasse gewesen sein, auf alle Fälle. Wolle fragt, ob ich schon mal auf dem Lanz Bulldog-Treffen in Bruchstedt war. Nein, war ich noch nicht. Ich habe aber davon gehört. Also ist, glaube ich, ziemlich geil. Lanz Bulldog sind auch so, ja, Traktoren. Und ich glaube, so richtig Einzylinder, so richtig fett, so mit riesigen Kolben und. Das merkst du im Boden, wenn die angeschmissen werden. Da vibriert alles. So, einmal vergleichen. Sieht dem schon etwas ähnlich, ja? Also ganz, ganz so falsch liegen kann ich noch nicht. Aber das kann ja noch kommen. Würde mich nicht wundern. Jetzt brauche ich nochmal. Oh Gott. Ach, hier wird das jetzt. Super. Ganz toll. So, wo soll der jetzt hin? Okay, kann er nur hier hinten kommen. Wer stört? Ich habe doch alles ausgemacht. Auch komisch, hier funktionieren Programme, die aus sind, funktionieren trotzdem. Irgendwas ist hier. So, da. Mich mal in der Schule gesehen. Wo bist du denn zur Schule gegangen? Fragen wir mal so. Kann man ja ganz einfach rausfinden, ob man sich kennt. Aber wenn wir nicht auf dieselbe Schule gegangen sind, dann kann das nämlich nicht sein. Ja, Wolle.
Das klingt alles schon ziemlich interessant. Wann ist denn das? Und wenn das dieses Jahr noch sein sollte, findet das überhaupt statt? Weil wir haben ja hier so komische Sachen unterwegs in der Welt. Okay, wir sind beim nächsten Teil. Das sieht schon so ein bisschen nach Motor aus, oder was würdet ihr sagen? So, gelb. Nein, mit Mickbach, Winterbecker Weg. Nein. Ich bin nicht hier in Kiel zur Schule gegangen. Immer Vatertag. Fand nicht statt. Oh, schade. Aber vielleicht nächstes Jahr. Muss ich mir mal auf die Agenda schreiben. So, den lege ich mir beiseite hier. Den gelben. Gott, wo finde ich denn jetzt so ein blaues Ding? Da. Oh, wir sind schon 4 Minuten drüber. Egal, habt ihr noch Lust? Wenn nicht, dann höre ich auf. Ansonsten mache ich weiter. Moment, ich muss mal eben kurz eine Nachricht lesen. Okay. Wo ist denn hier so ein Teil wieder? Oh. Ah. Man muss sich nur kurz aufregen, da findet man auch gleich die Teile. Okay, ich mach weiter. Gut, sagen wir mal, bis 9:30 machen wir noch. Haben wir ja schon fast 30 Schritte. Meine Güte. Richtig gut. Ich bin schon so ein bisschen stolz auf mich. Und bisher ohne größere Komplikationen. Kann er nebenbei noch mal was, ja, Witziges erzählen, was ich neulich erlebt habe, nach einer längeren Motorradtour. Das wollte ich eigentlich auch mal im Video erzählen, aber aktuell schneide ich lieber Videos, als dass ich welche drehe, damit dann mal der ganze alte Kram vom PC kommt. Jedenfalls war ich unterwegs, eine längere Tour gefahren und kam ich zurück und höre dann schon draußen vor meinem Haus so komische Piepgeräusche. Es klang sehr verdächtig nach Rauchmeldern. Und als ich dann hier ins Treppenhaus kam, stank es auch schon sehr nach Rauch. Und ja, als ich dann hochkam, habe ich dann die Nachbarn unter mir quasi angetroffen, wie er mit Hammer und Schraubenzieher an seiner Tür da zugange war. Habe ich mir jetzt nicht so viel weiter bei gedacht, so, und bin erstmal hoch, habe mich umgezogen, wollte dann noch einkaufen gehen und dachte dann mal so, weil es ja auch nicht aufhörte mit seinem Rumgeklopfe da und so, fragst du ihn mal, ob er Hilfe braucht. So, und bin ich runter und er war da immer noch nicht fertig. Dann habe ich ihn halt mal gefragt. Und dann war der Typ strunzenvoll und hat dann nur genuschelt, ob ich ihm seine Tür aufbrechen könnte.
Ja, habe ich ihn gefragt, ob das dann die Rauchmelder sind, die da so schön piepen. Meinte er so, ja. Also ehrlich hatte er gesagt, so. Und dann meinte ich noch so, ausgesperrt und was auf dem Herd vergessen. Und er meinte dann wieder, so. Naja, gut, dann sind wir hoch. Habe ich mich einmal gegen seine Tür geworfen und dann war sie auch schon auf. Also sie war erst ein Spalt auf, dann habe ich mich nochmal gegen geworfen und dann brach da gleich alles aus der Türzarge raus. Also ich hätte nicht erwartet, dass das so einfach geht. Aber vielleicht hatte er auch einfach schon ganz gute Vorarbeit geleistet. Auf jeden Fall war die Bude so voll Qualm, so verraucht. Das war allerhöchste Eisenbahn, dass er da reinkommt. Aber ich verstehe es auch nicht ganz, warum man nicht, wenn man das nicht innerhalb von 5 Minuten aufkriegt und da schon mindestens 2 Rauchmelder am Eskalieren sind, warum man denn nicht einfach die Feuerwehr ruft, sondern einfach ja, Gefahr läuft, dass die ganze Hütte hier abfackelt. Gut, man weiß jetzt auch nicht, was da gerade abgebrannt ist. Ob das jetzt so gefährlich war oder ob es einfach nur, keine Ahnung, weiß ich nicht, was man so auf dem Herd lassen kann, was nicht gefährlich ist. Auf jeden Fall, ja, war nicht so ganz so lustig, was er da fabriziert hat. Das hat auch echt noch ein paar Tage gestunken. Nee, da hält keine Tür, Django. Ich soll euch einen Witz erzählen. Oh Gott. Das ist immer das Problem, dass einem spontan immer so schlecht Witze einfallen. Witz. Ein Witz. Nee, jetzt so spontan fällt mir keiner ein. Ich bin sonst immer der Freund von Witzen, aber. Nee, jetzt auf Anhieb fällt mir leider keiner ein. Vor allem keinen, den man ohne Zensur so erzählen könnte. Naja, aber das war schon, ja, interessantes Erlebnis. Hatte ich so auch noch nicht, dass jemand versucht, das Haus abzufackeln, in dem ich wohne. Oh, es geht los mit dem Zahnrad. Oha, es wird interessant. So, jetzt brauche ich ein Teil. Das hatte ich schon mal in der Hand. Glaube ich. Nee, das ist zu lang. Das in Kürze. Ich frage mich immer noch, wozu dieses Schwert ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie hier verbaut wird. Das kann doch eigentlich nur irgendwie, ja, falsch sein. Oder ist in der Original-Panigale auch ein Schwert drin verbaut? Kennt ihr den Witz vom Onkel Fritz? Ohne, was? Den Onkel ohne Fritz? Der hat ein Fahrrad ohne Sitz? Was? Ja, lösch dich. Oh Gott. Meine Güte. Immer dieses Teilegesuche, ne? Hätte ich das vielleicht vorher mal sortieren sollen, aber das ist dann ja auch Blödsinn. Und da sind hier irgendwo noch Teile drin, die ich brauche. Ah! Ja, Tatsache. So, da ist das Teil. Und jetzt ein Zahnrad. Ein rotes Zahnrad. Hier ist keins drin. Ah, hier liegt's. So.
Warum können Frauen nicht Skifahren? Na, Django, dann hau mal raus. Sieht komisch aus hier. Na, ich bin gespannt, wie das nachher hier alles funktioniert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, mit Zahnrad kann ja eigentlich nur sein, dass da die Kette drüber läuft. Oh, Django, Alter. Also warum können Frauen kein Skifahren? Weil es in der Küche nicht schneit. Der ist gemein. So, brauchen wir den ganz lang. Dann brauchen wir aber wieder viele Teile hier. Den brauchen wir. Irgend so eine Buchse hier. Oh Mann, oh Mann. Liegen die wieder irgendwo anders drin? Ja, tun sie. Hier sind sogar richtige Pleuelstangen. Ich glaube, das wird richtig geil werden. Ja, Bandit User meinte, japanisches Langschwert, Katana, ist wohl doch ein Suzuki-Bausatz. Ja, die haben ja jetzt, wann waren das? Ist noch gar nicht so lange her, haben sie ja eine neue Katana rausgebracht. Aber mal ganz ehrlich, also hübsch finde ich das Teil nicht. Also es ist echt Geschmackssache. Soll sich ja angeblich richtig gut fahren, aber. Also optisch ist das so mal gar nicht meins. Das finde ich schon wieder das ein so ein blödes Teil hier nicht. Ein Federbein. Da hat Mikbach jetzt gerade seine Nachricht zurückgezogen. Jetzt habe ich es gefunden. Ding. Eins, zweimal das. Und dann. So eine komischen Teile findet man immer schnell, ne? Wann man mir mit einem Bike in Hamburg begegnen kann? Boah. Höchstens mal, ja, Hamburger Umgebung, wenn ich zu meinem Bruder fahre. Der wohnt ja in der Hittfelder-Ecke. Aber ansonsten fahre ich eigentlich mit Motorrad nicht nach Hamburg.
Ich habe ja nicht mal Bock, mit dem Auto nach Hamburg zu fahren. Ist mir einfach. Also in Hamburg fahren ist nicht schön. Erstmal bist du mit 20 km/h über dem Tempolimit immer noch ein Verkehrshindernis. Und dann ist diese Straßenführung der absolute Horror. Gut, wenn man sich dann nachher auskennt, klar, ist einfacher, aber ja, im Grunde genommen ist das meist, habe ich es also meist immer so erlebt, dass du fährst, hast einen Plan, wo du ungefähr hin willst, und plötzlich wird die Spur, weil du fährst ja auf der rechten Spur, weil du ja sonst ein Verkehrshindernis bist, wird die rechte Spur einfach eine Rechtsabbiegerspur und du kommst nicht mehr rüber. Hä? Was ist das denn jetzt für ein Bullshit? Ach Gott. Da oben die zwei kleinen Teile. Das habe ich nicht gesehen. Am Ascheberger? Was ist denn der Ascheberger? Ja, Django, hau rein. Ja, ich melde mich, aber wir fahren kein Enduro. Auf gar keinen Fall. Das hat letztes Jahr gereicht. Seitdem fahre ich mit einem Pflaster auf meiner Verkleidung rum. Bastel ich denn jetzt hier? Ah, Plüner See. Ach, ist das dieser Imbiss da? Direkt am Plüner See. In Plön. Ist das relevant, in welche Richtung das hier zeigt? Ja, machen wir mal lieber so. Nee, wie rum denn jetzt? Hä? Da falsch dargestellt? Hä? Das soll so. Ach doch, so. Jetzt habe ich's. Ja, also an diesem Treff da war ich auch schon öfters, aber ich kann jetzt hier nicht genau sagen, wann ich das nächste Mal da bin. Das war eigentlich immer recht spontan. Aber wenn es denn wieder so richtig losgeht, dann fahre ich öfters mal zum Rastorfer Kreuz. Falls du das kennst. Aber eigentlich, wenn du das da in Plön kennst, solltest du auch das Rastorfer Kreuz kennen. So, wie soll das jetzt daran? Oh Mann, oh Mann. Also. Das kommt so. Das soll da. Bin geringfügig überfordert. Hä? So. Das so. Oh Mann, oh Mann. Wie soll denn das da jetzt? Doof oder was? Wie soll denn das da ran? Ah! Jetzt verstehe ich's. Ah! Abgestürzt. Jetzt verstehe ich's wieder nicht mehr. Ah! So. Und das so. Und dann da irgendwie ran. Zack. Oh. Oh. Sieht ja schon mal interessant aus. Ja, und Kreuz kennst du. Ja, siehst du, da bist du auch öfters mal. Dann kann man sich da mal treffen.
Weil da sind wir dann in der Tat dann doch öfters mal sonntags anzutreffen. So, und jetzt soll das da zusammen. Na geil. Also, der soll da unten rein. Und der kommt da drauf. Aber so offizielle Fahrten zum Kreuz quasi, die kündige ich dann meist so auf Instagram an. Ja, ein bisschen hacken tut das hier. Aber wie Icke schon gesagt hat, das wird eine Panigale, da kann das ruhig mal ein bisschen rasseln und klemmen. Nur 6 Minuten noch. Dann muss ich mich leider von euch verabschieden. So. Die soll. Aber irgendwie sieht das hier noch ein bisschen anders aus. Ist ja eigentlich auch irgendeine Symbolerklärung, was das hier bedeuten soll? Nö, natürlich nicht. Also wir haben das da jetzt reingesetzt. So, der sitzt da auch drauf, so wie er soll. Der soll so. Warum auch immer. Keine Ahnung, aus welchem Grund. Soll ich den jetzt bis da hinten ranschieben? Ah, dann läuft das auch leichter. So. Soll man den so stellen und dann? So, wenn er so steht, dann soll das so sein. Ja. Keine Ahnung. Gibt es da noch ein anderes Teil von? Nee, ich sehe da jetzt keins. Ja, machen wir mal weiter. Wird schon irgendwie passen, hoffe ich mal. Obwohl. Nee, so ist. So, und dann sollte er da so. Nee, dann passt das ja gar nicht. Doof. So, kann ich das noch irgendwie ändern? Ach, da hätte man doch mal vorher drauf hinweisen können. Mando. Die Info gibt's in der... Oh, jetzt ist die Kamera wieder ausgegangen. Dann starte ich die hier nochmal schnell. So, die Info gibt's bei Instagram in der Story meistens dann. Also ich habe auch ab und zu, glaube ich, schon einen Post gemacht, aber eigentlich eher in der Story. Jetzt kann ich das wieder auseinanderbauen, weil das nicht... Ah. Ätzend. Na, dass ich das mal nicht gleich alles komplett zerpflück hier. Ich sehe schon kommen, gleich habe ich das. Ja, so soll es jetzt zwar nicht, aber passt. So, also so. Der soll aber... Also wenn der so steht, soll der Nippel da oben sein.
So soll das sein. Glaube ich, jedenfalls. So. Irgendwas ist hier nicht mehr so richtig fest. So. Und jetzt wieder ran. Ja, Zicklein, hau rein. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Livestream. So, jetzt sollten wir das doch richtig haben. So. Schritt 40. Nee. Denn lassen wir das so. Genau an dieser Stelle, Schritt 39, muss ich mir merken. So. Dann wechsle ich noch mal einmal kurz. Das funktioniert ja schon mal ganz gut. Natürlich habe ich jetzt die Tastatur wieder am PC stehen, ne? So. So weit sind wir heute gekommen. Schritt 39 von 209. Also man kann schon langsam erahnen, dass hier quasi der Motor reinkommt. Mal sehen, ob ich recht behalten werde. Und dann war es das für den heutigen Livestream. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, dann denke ich mal, geht es im nächsten Livestream dann weiter. Und vielleicht werden wir dann auch irgendwann rausfinden, wo dieses Schwert hingehört. Nochmal in den Chat gucken. Ja, Dave, es heißt Panigale. Ich habe das doch eigentlich geändert. Normalerweise sollte da jetzt Panigale stehen. Naja, jedenfalls beim Video wird dann Panigale stehen, wenn es jetzt da immer noch Panogale steht. Und im nächsten Livestream heißt es dann auch Panigale. Wenn das nicht zum Running Gag mutiert. Okay, also wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Haut rein, grüßt die Enten und tschüss!